Au revoir und willkommen zu Passepartout. Bonjour. Ich habe auf Wiedersehen gesagt. Das ist zur Begrüßung. Das ist Klassiker. Ja, bei mir lernt ihr noch richtig Französisch, Leute. So wird's gemacht, ja. Damit ihr alle wisst, was ihr sagen müsst, wenn ihr jemanden guten Tag sagen wollt, das heißt au revoir, ja. Guten Tag heißt ganz klar au revoir. Wie jeder weiß, bei mir gibt's den geilen Scheiß. So. Und ja. Die letzte Folge, die war echt hart vom Gesprächsthema her. Also, ich muss schon sagen, das ist wirklich, also die war. Naja, wir brauchen jetzt vielleicht ein Gesprächsthema, das weniger krass ist, ja? Irgendwas Schönes. Darauf hätte ich schon Lust, über irgendwas Schönes mit euch zu sprechen. Ich meine, wenn ich jetzt gucke, wie ihr das Bild sehen werdet. Ich versuche gerade aufrecht zu malen, aber irgendwie habe ich keine Möglichkeit gefunden zu drehen. Weswegen ich nicht weiß, wie ihr die Aufnahme sehen werdet jetzt, ja? Ich nehme an, ihr seht es jetzt horizontal, weswegen ihr momentan wahrscheinlich eine recht komische Sicht auf diese Kunst habt. Jetzt fragt man sich natürlich, warum male ich jetzt liegend? In der Hoffnung, dass dieses Bild im Hochformat, ja, besser aussieht, als ich jetzt denke. Beziehungsweise ich versuche ja was zu bezwecken, ne? Und zwar im Prinzip tue ich gerade das Simpelste der Welt. Ich male ein Selbstporträt. So, von unserem Passepartout. Ja. Das ist jetzt die dritte Folge. Und ja, die nehme ich jetzt auch direkt nach der zweiten auf, ein bisschen in Kette, damit ihr auch Zeit habt, wenn ihr ein bisschen was gesehen habt, ja, damit ihr auch Zeit habt, ich sag mal, zu reagieren, ja, damit ihr eine Möglichkeit habt, zu sagen, so, mal doch dies und das, nachdem ihr jetzt einiges gesehen habt, damit ihr, ich sag mal, ihr könnt jetzt meine mangelnden Fertigkeiten besser einschätzen. Ja, ihr könnt jetzt, ihr seht jetzt, wie scheiße ich eigentlich bin im Malen, ja, und Zeichnen. Außer ihr seid anderer Meinung, das ist dann nett, wenn man das in die Kommentare schreibt. Wenn ihr wirklich denkt, so übel ist der Kerl nicht, ja, der labert zum Mist, so, wenn der Tag lang ist, aber der ist vielleicht wirklich nicht schlecht, ja, das ist eine doch gern gehörte Form von Support, weil ich muss einfach sagen, es gibt das ein oder andere Bild, was ich jetzt bei Passepartout gemalt habe, ja, wo ich echt sagen muss, so, hey, das finde ich geil. Das ist wirklich cool geworden. Ja? Wenn ich das sehe, so, dann habe ich direkt Bock, mehr zu machen. So, und das ist, wie ich ja bereits erwähnt habe, ich bin jetzt nicht unbedingt der Mega-Künstler. Also ihr solltet jetzt bei mir kein Van Gogh erwarten, ja. Oder sonst irgendwas. Ich bewege mich im Rahmen meiner Möglichkeiten, um es ganz einfach auszudrücken. Ja, wirklich. Also, wie gesagt, vielleicht bin ich halt echt nicht der Beste.
Definitiv nicht. Ich muss sagen, es gibt auch YouTuber. Klar gibt es YouTuber. Die können einfach besser malen wie ich. Ja? Die sind da deutlich begabter. Das ist, ist aber auch keine Schande, ja. Also wirklich, es ist keine Schande. Ich sag mal, etwas schaffen zu wollen, aber so viel Mühe man sich auch gibt, man ist einfach nicht gut genug dafür, etwas zu schaffen, ja. Und jetzt gerade male ich doch recht selbstkritisch tatsächlich dieses Selbstporträt. Ich habe beschlossen, ich werde mal ein Porträt malen, sofern ich sag mal, in der Lage dazu bin. So wie ich mich selber sehe. So, das finde ich immer recht interessant. Und wenn ich Kunstlehrer werden würde, wäre das eine Aufgabe, die ich dann so, ich sag mal, in der weiterführenden Schule, ja, dann kannst du dann erwarten, dass sie ein bisschen besser malen als in der Grundschule. Aber in der weiterführenden Schule würde ich dann meiner Kunstklasse würde ich echt auftragen, mal, liebe Schüler, malt euch doch bitte so, wie ihr euch seht. So, und ich will dann keine Lügen sehen, ja. Ich will dann, wenn ich diese Aufgabe gebe, die haben von mir aus auch lange Zeit, ja, sagen wir mal, je nachdem wie oft man, aber ich sag mal so 6 Kunststunden, ja, also Pi mal Daumen, angepeilt. So, das ist schon viel, finde ich. Aber wenn ich dann sage, die haben 6 Kunststunden Zeit, oder reduzieren wir mal auf realistische 4. Man hat ja auch ein bisschen Lehrplan, ne? Wenn ich dann von den Kindern will, dass sie sich malen, wie sie sich selber sehen, was würde dabei rauskommen? Oder ich sag mal extra von den Schülern, ja, weil Kinder ist vielleicht nicht mehr der richtige Begriff. Aber was meint ihr, würde dabei rauskommen, wenn ich jetzt von euch verlangen würde, Bilder einzureichen, wie ihr euch selber seht? So, was würdet ihr mir zeigen? Und ich muss schon sagen, das ist, sowas ist immer interessant, ja. So, und ich sag mal echt, Kunst ist nicht immer einfach, ja. Das ist, auch das habe ich jetzt bei Passepartout gelernt. Es gibt Dinge, die sind einfach um einiges vielschichtiger, als man denkt. Und naja, da fragt man sich, wenn man jetzt sowas hat wie dieses hier, dieses, und das ist, wenn bei dem, was ich hier quatsche, mein Gott, das kann ein echt tiefgründiges Spiel werden. Da fragt man sich echt so, wenn du was machst, so, ist das so krass? Ich frag mich halt, ob sich so ein Künstler, ja, ich meine, davon gibt es ja auch schon doch recht viele, Modern Artists, ja. Ob die sich, wenn die was malen. Was mache ich da eigentlich? Ich glaube, ich zauber jetzt eine Zimmerpflanze draus. Ob die sich da so die krassen Gedanken drüber gemacht haben, wenn die was malen, ja, was man da rein interpretiert. Oder ob die einfach gedacht haben, so, ich male jetzt was, weil ich muss, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich male jetzt was, weil ich will, dass es gesehen wird. Ja, sowas. Also wirklich, es kann schon echt krasser Scheiß dabei rumkommen. Und ja, was wir jetzt gemalt haben, ist Passepartout in seiner Garage. Und oder zumindest so, wie ich sie in Erinnerung habe. Diese Pflanze war nicht da, das weiß ich.
Aber erstmal Hochformat und dann heißt das Bild so. Gekonntes Handwerk. Ja. Um deine Karriere musst du mehr angesehene Kunden zufriedenstellen. Was könnten die mögen? Ich versuche mal eine Landschaft. Ja, ich habe schon Landschaften gemalt, aber ich versuche mal eine Landschaft. So. Ihr werdet jetzt denken, hey, hat er doch schon gemacht. Ja, ich fange mit grünem Boden an. Dann nehme ich blauen Himmel. Das habe ich schon gemacht, ich weiß. Aber Himmel hat blau zu sein, finde ich. Ja. Der Eisberg sinkt. Alle haben überlebt. Nein, ich werde jetzt krass. Ich mache jetzt was, womit damit habt ihr nicht unbedingt gerechnet. Ich male jetzt hier das. Jetzt fragt man sich, was ist das, was ich hier gemalt habe? Ich werde es euch zeigen. Und zwar habe ich mir erlaubt, na, ein Gebirge zu zaubern. Ich weiß, es ist vielleicht ein recht gewagter Schritt für meine Kunst, ja. Es ist vielleicht schon ein wenig zu und ich verstehe auch jeden, der jetzt sagt so, wow, was machst du da? Ja, in diesem Spiel sind wir Passepartout. So, und ich sag mal auf YouTube. Da kennt man mich dann als Colonel Shot. Und ich habe schon in meiner langjährigen Gamer-Karriere, ja, schon einigen Scheiß erlebt. Wirklich, zum Beispiel, ich meine, jeder von euch kennt auch bestimmt den Far Cry 3 Multiplayer, ja. Das war noch so ein Mission an der Stange wegspielen. So, und ja, ich habe dann als Colonel habe ich auch die taktische Gruppenleitung übernommen. Und das war ganz witzig. Ich habe von meiner Gruppe nichts weiter verlangt, als mit mir die Stellung zu halten. Oder beziehungsweise damals, ich sag mal, von meinem Mitspieler, ja, von meinem Kollegen. So, einige kennen ihn vielleicht, der hat, ich weiß nicht, ob dieses Let's Play noch auf meinem Kanal ist, weil ich einiges an Videos oder beziehungsweise Content auch vernichten musste. Das waren meine Anfänge und die waren einfach, die haben meinem Anspruch nicht mehr genügt, ja. Klar, dieses erste Video, was man hat, so, das gibt es bei mir noch auf dem Kanal, mein allererstes YouTube-Video. Das war nicht mal von mir selbst, ja, muss ich echt sagen. Es ist, das war dieses, es war einfach so ein Gag-Video, was ich gesagt habe, ich muss es teilen, damit man meinen Kanal findet. Weil am Anfang wollte ich ein Video haben, damit man meinen Kanal findet. Und das ist mir gelungen.
Es gab ein Video, mit dem man meinen Kanal, und es hat, ich glaube, mittlerweile sage und schreibe 30.000 Aufrufe gehabt oder was. Oder ich weiß nicht mehr wie viel. Auf jeden Fall ist es doch schon sehr viral gegangen. Ja? Also, das war ein Video, wo ich sagen musste, dass sich das so viele Leute angucken. Aber das damals hing damit zusammen. Damals kam wenig später so ein Schlumpffilm auch raus. Und ja, ich meine, die Schlümpfe sind und waren auch einfach populär zu diesem Zeitraum, ja. Zu diesem Zeitpunkt war es Shit, ja. Und ich habe als Kind habe ich die Schlümpfe auch geliebt, ja. Für mich war da damals diese explodierenden Geschenke und sowas, ja. Solche Geschichten, ne? Das fand ich als Kind einfach geil. So, und sowas muss man erhalten. So, oder hier. Ich meine, jeder von euch kennt Gargamel, ne? Bestimmt. Ich meine, wenn nicht, dann muss ich leider sagen, ihr habt wirklich, wirklich habt ihr was verpasst. Und es war halt so, dass das habe ich. Ich sag mal, es ist halt so net to know eher, ne? Gargamel hat Schlumpfine wohl irgendwie künstlich gebastelt, damit sie ihm hilft, Schlümpfe zu fangen. So, weil, warum auch immer, braucht er dieses Schlumpfelixier für irgendwas. Also, sprich, er will diese Schlümpfe einfach klein manchen, ja. Und diese klein gematschten Schlümpfe will er dann für seine miesen Zwecke missbrauchen. Ja. Und es ist halt wichtig, dass Schlümpfe absolute Gutmenschen sind. Außer in dieser Einschlumpf-Folge, wo die angefangen haben, Krieg zu führen. Da gab es echt einen Krieg. Fand ich damals beachtlich als Kind, dass die Schlümpfe, die da halt unter sich waren, dass die einen Krieg angefangen haben. Mit irgendwelchen Elfen, glaube ich, genau. Und ja, wer hätte gedacht, Papa Schlumpf war nicht da. Der Chef Schlumpf, ja. Papa Schiebenf, ja. Der war nicht da. Und dann haben sich Elfen und Schlümpfe heftig bekriegt im Wald mit Nüssen und Schlumpfbeeren, ja, wovon die eigentlich leben, was sie hier essen. Das haben die weggegeben und haben das als Kriegsressourcen genutzt. Haben halt echt eine Festung gebaut und alles. Und ich muss sagen, ich fand die Kreativität, die dahinter gesteckt hat, doch recht beachtlich, aber es, im Nachhinein macht es mich nachdenklich, dass, ich sag mal, solche Konflikte schon in Kinderserien vorgegangen drungen sind. Es ist wichtig, dass man jetzt nicht aus allem eine wunderbare Illusion macht. Und ich meine, es sind halt einfach nochmal diese tanzenden, fröhlichen Schlümpfe. So, es würde vielleicht einfach nicht schaden, wenn die in ihrem Leben nichts außer das Gute kennen, ja? Ich meine, gut, Gargamel ist jetzt das vielleicht das Einzige, worum die sich Sorgen machen müssten. Aber ich sag mal, ich hätte verdammt nochmal nichts dagegen, wenn dann, ich sag mal, zu Sachen, wo meine Kindheit mit dran hängt, wenn da einfach mal nichts passiert. Und ich meine, zur Hölle, wer kann einem das verübeln? Mir fiel jetzt da keiner ein, der sagen würde, nee, Mann, das muss sein. Was mich allerdings auf die Idee bringt, nachdem wir dann hier jetzt doch immer fröhliche Bilder gemalt haben, ich werde jetzt nicht depressiv sein, weil ich habe jetzt, boah, die Gesprächsthemen sind einfach zu ernst hier, weil ich muss gucken, worüber ich mit euch spreche. Ich muss mir vielleicht vorher echt eine Thematik zurücklegen,
und sage, damit rede ich in Passepartout mit euch, ja? So, weil ich einfach irgendwas brauche, so, womit ich mit euch drüber quatschen kann. Diskussionsstoff, ja? Wir hatten Games, wir hatten Politik, kurz angehaucht, ja? Wir hatten Kunst. Ja, was wir nicht schon alles hatten. Das ist, nein. Berg. Und jetzt bin ich gespannt, was sie dazu sagt. Ich bin begeistert. Oder was? Passepartouts Detailbesessenheit hat die Aufmerksamkeit der adligen Stadt erregt, vorerst. Die Adligen wollen komplizierte Kunst, die Adligen wollen Details. Aber wenn wir was Detailliertes malen, ja? So, dann weiß ich nicht, ne? Ich meine, wie schön malst du dann noch, wenn du detailliert malst? Du musst ja immer was haben, womit du Substanz bedienen kannst. Ist einfach so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel... Ja, genau, das mache ich jetzt. Ich werde jetzt... Nein, ich male keinen Penis. Oh, was habe ich denn da gemacht? Oh, blöd. Das ist wirklich nicht schön. So, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich dann mein Meisterwerk hier nicht wieder kaputt mache. Das Bild ist interessant, jetzt schon. Also es ist, ich lasse euch erraten, was es ist. Ich will das jetzt noch nicht spoilern. Das ist übrigens auch die letzte Folge Passepartout für heute. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Müsste die dritte sein, richtig? Ist es die dritte? Ich bemerke einfach, ich bin gerade von euren Kommentaren bin ich doch recht abhängig, ja. Die Kommentare sind einfach nötig, damit ich dann sagen kann, yo, ja, scheiße, ihr habt recht. Aber dies und das ist wichtig, so. Und ich habe mir am Anfang eigentlich vorgenommen, nicht um Likes, Kommentare oder sonst was zu schnorren, ja. Wie es eigentlich so ziemlich jeder YouTuber auf dieser Welt macht. Das Einzige, was ich möchte, ist Feedback. So, und ich hoffe, das ist verständlich irgendwo, dass ich dann sagen kann, ich möchte hören, was ihr zu meinen Projekten zu sagen habt, ja. Ich möchte einfach wissen, ich sag mal, was euch begeistert. So, wo ihr dann auch sagt, so, Alter, yo, das ist krasse Kunst, die du da machst. Mehr Passepartout bitte. Oder ihr sagt so, oh nee, Mann, du kannst nicht zeichnen, ganz wie du sagst, so, hör auf mit dem Scheiß. So, ich werde mich ein wenig nach euch richten, das steht fest, ja. Ich betone ein wenig. Denn ich bin kein Mensch, der anderen gerne die volle Entscheidungsgewalt überlässt. Das kann ich einfach nicht tun, ja. Ich muss irgendwo ich selbst bleiben. Und das ist mir auch sehr wichtig. So, ich darf halt nicht mich selbst verlieren. Und ich sag mal, YouTube ist in meinem Leben jetzt nicht unbedingt keine Nichtigkeit. Weil jeder braucht ein Hobby. Und irgendwo ist YouTube mein Hobby, ja. Also, ich mach's auch wenn ich halt wie jetzt eigentlich so gut wie gar keine Zuschauer habe. Dann mache
vermutlich trotzdem weiter. So. Es gibt viele, die hören wegen sowas auf, ja? Die denken sich so, ich habe keine Zuschauer. Also höre ich auf, weil es lohnt sich nicht. So, ich aber sage, wenn du etwas machst, wenn du etwas anfängst, dann lohnt es sich, solange wie du Spaß dran hast, ja? So, so lange. Wie du gewillt bist, etwas aus deiner Zeit, ja? Die du in diese Videos steckst oder wenn du generell irgendwas machst, ja? In meinem Fall ist es halt Zeit, die ich in die Videos investiere. Dann sei doch wenigstens zu fair zu dir selbst und zieh's durch, ja? Solange du Spaß dran hast. Mach weiter damit, solange du Bock darauf hast. So, es ist halt... Ich wollte... So, es muss... So. Ich muss mal wegen der Farben gerade mal gucken. So, verzeiht die Stille, aber jetzt ist gerade so ein Moment gekommen. Da muss ich mich mal ein wenig konzentrieren, kurz. So, weil wenn ich mich jetzt nicht konzentriere, dann ist das Bild am Ende nicht so, wie ich es will. Und gestandenermaßen, ja. Irgendwo stecke ich schon Arbeit in mein Werk. Das ist das hier wird jetzt das vielleicht aufwendigste Werk, was ich bisher geschaffen habe, aber ich finde durchaus, das ist es wert. Sie sieht ein bisschen freaky aus, aber okay. Ich hatte ja mal erwähnt, dass ich nicht besonders begnadet bin in Sachen Kunst. So, und ja. Was könnte hier auf dieses Bild noch drauf? Sterne, ne? Sterne sind wichtig, oder? Ich habe schon, also ich mal wieder habe ich vergessen, worüber ich reden wollte. Dieses Spiel schafft es einfach, mich total abzulenken. Oder ich sag mal, es bringt es fertig, mich für sie einzunehmen. Ich nutze tatsächlich die Zeit und befasse mich mit dem, was ich jetzt eigentlich schaffen will. Und wie ich auch bereits erwähnt hatte, versuche ich dabei, euch auch noch einigermaßen zu unterhalten.
ich muss feststellen, das ist doch. Ein hartes Stück Arbeit. So, jetzt fragt man sich, warum ist das Arbeit? So, das will ich euch verraten. Warum ich es schwer finde, ich sag mal jetzt doch recht simple Kunst zu schaffen. Und dennoch mit euch über irgendwas zu reden. Gut, die Sache sieht folgendermaßen aus, ja. Ich als fürchterlich schlechter Künstler so versuche einfach etwas zu schaffen, wo ich sagen kann, so, ja, das ist doch mal ein schönes Bild. Vielleicht nehme ich jetzt die Kunst, die ich hier versuche zu vollbringen, ein wenig zu ernst, ja, aber das, was ihr hier seht, meine Freunde, bin ich malend in Paris. Und hinter mir Das ist also einfach die Menschendarstellende mit dem Bart, ja. Ich stehe vorne an der Leinwand. Ich habe mich recht klein gemalt im Verhältnis zu dem Rest. Ihr müsst einfach so sehen, der hier läuft weiter vorne vorbei, der hinten steht, ja. So, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon wieder hier Zeit zugebracht haben. So, ich unterhalte den Adel sehr, wie es scheint. Oh, oh, oh. Die hochgeborenen Damen beten Passepartout an. Die adligen Damen lieben Passepartouts Handwerk. So, ich muss jetzt noch schnell was malen. Ja, das wird jetzt. Vielleicht im Verhältnis einfacher, als ihr denkt. Ist auch keine Musik mehr, die Musik ist weg. Das ist ja fancy, ha. Vielleicht bringen wir da noch ein bisschen Orange rein, ja. Wie ich bereits sagte, also ich finde, dass also wirklich meiner Meinung nach ist Passepartout wirklich ein sehr, sehr gelungenes Werk seitens der Entwickler. Weil die Möglichkeiten, solange ich kreativ bin, ja, sind die Möglichkeiten recht unendlich, ja, und das finde ich schön, dass man den Spielern
die wirklich nicht immer unbedingt die anspruchsvollsten sind, einfach etwas vor die Füße gelegt hat und gesagt hat, weißt du was? Mach hier draus, was du willst. Werde, wer du willst. Du könntest scheitern. Oder du könntest wirklich Großes bewirken. Vielleicht dürfen wir wirklich Großes erwarten. Die Haare sind doch etwas sehr fancy geworden. Dieses Bild ist einfach. Wir bringen ein wenig Touch rein in die Haare, ja? Was ist hier? Vielleicht sind die Haare einfach zu hell. Durch das Schwarz und vielleicht jetzt noch ein bisschen Braun. Ihr fragt euch jetzt sicher, was mache ich da? Ich sag's euch, ich versuche diese Frisur zu retten. So, dann fragt man sich, warum mische ich blond und braun? Und schwarz. Der einfache Grund wird sein, ihr werdet sehen, ich kann durch dieses Ziehen hier, kann ich Lücken erzeugen. Diese Lücken, ja, lassen das Haar dann an manchen Stellen, hier unten vielleicht noch nicht, so wieder ein bisschen anders wirken. Und somit ist dieses Bild ein bisschen detailreicher. Dieses Braun und das Schwarz, was man nicht sieht, also muss ich noch ein bisschen Schwarz hier reinziehen, ja. Ich werde erstmal schwarz-braun machen. Das Haar sieht halt so ein wenig echter aus. Ja, es hat einfach mehr Substanz. So, das ist. Wie gesagt, ich verstehe nichts von Kunst, aber ich finde, das ist ein guter Trick. So, und ja. Was kann ich so erzählen? Also, ich wollte jetzt nicht nur erzählen, was ich hier mit den Bildern mache. Dann wären die Videos vielleicht nicht mehr so ganz einzigartig. Ich wollte jetzt nicht nur erzählen, was ich immer male und wie das alles aussieht, was ich male, ja. Es ist auch so. Ich wollte. Ich wollte etwas schaffen, wo ihr dann auch denkt, so, das. Ja, das ist ein Projekt. Das, was man sagen kann, so, ja. Und tatsächlich, je nachdem, was man malt, birgt so ein Bild doch schon ein bisschen, tatsächlich etwas Lebensfreude. Ich hätte nicht erwartet, dass mir Passepartout so gut gefallen kann. So, und das war eine weitere Folge Passepartout. Bis dahin, adieu!